Hallo meine Freunde und herzlich willkommen, ich darf euch grüßen, ich freue mich natürlich, dass ihr am Start seid, ich hoffe es geht euch gut heute an diesem tollen Freitag, ich hoffe, dass ihr auch ein geiles Wochenende haben werdet, das werdet ihr nämlich bestimmt, denn heute ist es wieder soweit, Gerechtigkeitsgalio kehrt in die Kluft zurück, beziehungsweise kehrt in die Kluft ein, denn die Gerechtigkeit kehrt zurück. Ja, ich würde sagen, wir fangen mal mit der Flask an. Gerechtigkeitsgalio habe ich mir so vorgestellt, ich meine, es ist der perfekte Superheld, irgendwo, fernab von Ost. Eine Frau, sie schreit um Hilfe, sie benötigt Hilfe, sie hat, weiß was ich, sie braucht eine Decke, sie braucht ein Kuschelkissen, sie braucht, keine Ahnung, Hilfe vor Verbrechern, egal was sie braucht. Gerechtigkeitsgalio hat die Ultimate und springt sofort zur Tat. Und deswegen habe ich mir gedacht, spielen wir auf maximal Cooldown. Ich habe hier schon in die Runen was reingepackt, ich habe hier in die Runen was reingepackt und es muss natürlich knallen, es muss sofort, es muss scheppern. Es muss richtig, dem Gegner muss die Brille vom Gesicht fliegen quasi. Ja. Jin hat sich auch gedacht, nee, Brudi, ist mir zu viel, geht direkt raus. Wir haben Heimerdinger Support und wir spielen gegen Irelia. Könnte ekelhaft werden, aber wir gucken mal. Ich habe ewig kein Galio gespielt, ich persönlich finde, der Chip ist komplett scheiße. Aber, ja, lass uns doch einfach mal gucken, was passiert. Schlag hier. Guck mal, mein Gegner ist schon so gescared vor der Gerechtigkeit. Aber meistens, das ist halt Prolog, ne? Meistens ist ja erst eine Stadt da, Gerechtigkeit ist da und die Verbrecher kommen halt ja irgendwann dazu. Und dann, ne, dann geht's jetzt los. Die Frage ist, okay, da ist sie, sehr gut. Death Run, Death Run, Death Run klingt schon sehr, sehr fies. Na, da machen wir direkt mal den Death Run blau drauf. Brrrt. Sehr, sehr gut. Wir haben Diana im Jungle, das ist natürlich die alte Diana, das heißt, ihre Gangs sind jetzt nicht so krass, sie sind beziehungsweise sogar komplett scheiße. Komm, wir geben jetzt sogar... Slip. Das wollte ich, perfekt, mehr wollte ich gar nicht. Das E wollte ich gar nicht treffen. Hier nochmal ein, guck mal, hier so richtig rein. Das erinnert mich so ein bisschen an die Gargoyles. Kennt ihr das? Ich glaube, ich muss auch den Sound, Leute. Alle meine Einstellungen haben sich verändert. Das heißt, wenn mein Mikrofon... Es haben sich ein paar Leute beschwert, dass mein Mikrofon zu... Ich weiß nicht, irgendwelche Töne macht, zu knackt oder zu laut ist oder irgendwas. Wenn das immer noch der Fall ist, sagt das. Wenn das Mikro jetzt zu leise ist, sagt das. Wenn irgendwas ist, dann sagt es einfach, Leute. Ich würde sie jetzt gerne battlen, aber ich warte noch eben, bis das Mark hier ausläuft. Jetzt können wir battlen, Leute. Jetzt können wir battlen. Battlestar Galactica! Wieso treffe ich? Nee, das gibt's doch nicht. Jetzt kommt wieder ihr Scheiß. Ja, danke dafür, danke dafür. Lassen Sie mich bitte gehen. Lassen Sie mich bitte gehen. Die wird das jetzt wohl nicht machen. Okay. Okay, das ist, aber sie wird noch sehen. Sie wird noch sehen, Leute. Sie wird noch sehen. Frage ist, ich hasse Irelia. I hate Irelia. Kaufen wir eine Rüstung oder... Nee, Rüstung, ja, nee, wir kaufen einfach. Ah, Mann, wieso geht die eh nicht so weit? Ich habe die halt zweimal verfehlt. Oder dreimal oder zehnmal. Das ist doch Quatsch. Guck mal, die ist so groß wie ich. Trifft aber nicht. Gut, aber Leute, ich sag euch, das Game ist free. Aber Conqueror prügelt halt übel rein, ne? Conqueror ist das Problem. Das prügelt halt richtig harsch rein. Aber gut. Wir werden uns ein bisschen hochfahren. Meistens ist es ja so, dass die Bösigkeit am Anfang auch ein bisschen stärker ist als wir. Ne? Und jetzt ist dann der Moment, wo wir stärker werden müssen. Um den bösen Feind, der die Stadt übernommen hat. Ne? Das erinnert mich an Gotham City. Das ist ja auch so, glaube ich. Ne? In Dark Knight Rises oder so. Ne? Die ganze Stadt wird übernommen vom Bösewicht und wir müssen uns jetzt langsam wieder reinarbeiten. Das ist unser Ziel. Autsch. Der Kinderhaken, der hat gar nicht so viel. Der sieht aus, als würde der übel prügeln, aber hat keinen Schaden gemacht. Eigentlich müsste man Full HD Galio spielen, damit die Autotext auch richtig reinscheppern. So, gut, da ist Rengar. Ja, das ist gar nicht too bad. Slip, bre, swa, vr. Okay. Oh, Dark Harvest, Schlag. Bre. Sehr gut. Ha, einmal rein hier und, oh Mann. So, jetzt können wir die W skillen. Die gibt die nicht sogar Rüstung und so? Hier nochmal einen drauf, guck mal. Guck mal, jetzt sind wir, haben wir sogar ein bisschen, jetzt müssen wir sie nur low traden die ganze Zeit. Low trade! Fast. 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 Aber ich sehe uns hier, Leute. Wir warden erstmal. Wir müssen ein bisschen Auge machen. Es wäre halt cool, wenn ich ein paar Qs treffen würde. Das wäre insane. Aber sie ist so mobil wie das Batmobil. Was soll ich machen? Und sie ist schon wieder Full Life. Die war doch gerade... Ja, ich meine, sie hat Pots und ihre Q. Aber Brudi. Brudi. Das ist doch Quatsch. Das ist doch Quatsch. Okay, jetzt Rengar wird sterben, Leute. Ich kann es jetzt schon mal... Das ist ein Spoiler, ja. Aber Rengar ist bald tot. Sorry for Spoiler. Autotech. Das ist die Combo, Leute. E into Autotech Range. This is how you play Galio. This is how you do it. Die Frage ist, ich habe mir noch gar keine Gedanken darüber gemacht, was wir spielen. Und Galio stirbt jetzt. Nicht Galio. Rengar. Also ich bin unterwegs, aber Brudi. Also nee, da bin ich. Also ja, also wir könnten hier so einen kleinen Prolog machen. Autotech Q, Brep und Slick. Habe ich sie getauntet? Ich glaube schon. Das macht auch mehr Damage, wenn ich es länger auflade, ne? Sollte ich vielleicht machen. War okayisch. Sie hat natürlich mehr Items als ich. Darauf müssen wir predikten. Wäre geil, wenn wir nochmal ein Dark Harvest Deck kriegen könnten. Das wäre richtig geil. Mein Ultimate bringt natürlich auch überhaupt nichts. Deswegen müssen wir gleich gucken, dass wir irgendwo hinroamen. Das wäre ein sehr, sehr guter Deal. Wir haben auch gleich Ignite. Das ist auch nicht too bad. Komm schon. Oh, nice. Kanone bekommen. Und... okay, ja, wir haben Flash bekommen. Fein. Fein, fein, fein. Je länger man auflädt, je mehr Damage. Guck mal, wir kämpfen uns langsam zurück so. Und wenn sie jetzt bleibt, aber sie wird nicht bleiben, aber wir werden dafür sorgen, dass sie bleibt. Weil wenn sie... ah, sie ist Level 6. Scheiße. Und sie ist schon fast wieder full. Ach, come on. Ach, come on. Ach, come on. Das ist doch... Also ich... Leute, ich plädiere auf Quatsch. Ich glaube, ich werde Irelia main. Wie wäre das? Hurr, komm schon. Alle drei. Danke. So, ich glaube, wir machen mal einen kurzen Abgang, weil... ja, sie ist schon wieder Full Life, wir haben kein Mana mehr und ihre Ult scheppert halt viel härter rein als unsere. So, gut. Wir kaufen uns Daxil, wir kaufen uns ein Buch, wir kaufen uns Schuhe. Und ein Auge. Das ist das Auge, das ist das Gotham City Auge. Das müssen wir irgendwo hinstellen, wenn jemand Hilfe braucht. So, hier unten, guck mal. Wir können jetzt, okay, das hier ist glaube ich viel, wir haben eh noch keine Ult, ups, scheiße. Aber wir müssen jetzt gucken, wie sieht's aus? 0-3. 1-3. Leute, was ist da los? Sagt mal schnell. Was soll das? Wieso sind alle am Enden? Also ich weiß halt nicht, wenn ich Toplane ulte, ja dann werden wir einfach zu zweiter sterben, habe ich das Gefühl, oder? Oder nicht? Also ich glaube schon. Einmal dadurch, reicht leider nicht, aber vielleicht jetzt sehr gut. Also ich könnte halt hoch ulten, aber wir können es ja mal probieren, aber er hat noch keine Ultimate. Komm, wie weit geht mein Ding? Down, sagt er schon. Ja, wahrscheinlich ist das auch wirklich eine dumme Idee. Botlane vielleicht? Vielleicht Botlane. Guck mal, Botlane. Ich komme. Ich sehe eine holde Maid in Not. Erwin. Ich komme. Go in. Go in. Go in. Leute, ihr müsst rein, sonst funktioniert es nicht. Jetzt, perfekt. Eine holde Maid in Not. Ich bin unterwegs. Karton. Und weiter geht es. Wir machen ihm Punch in your face. Richtig, wir haben ihm richtig die Zähne rausgeschlagen. Alle weg. Seine Geisterknochen. Leider. Leute, ihr müsst meine Mitte holden, sonst funktioniert es ja nicht. So, wir gehen mal schnell shoppen. Shoppi. Irgendwer. Okay, ne, das passt. Wir haben ein bisschen Geld. Das ist ein bisschen räudig. Ja, machen wir noch ein Buch. Noch ein Buch. Leute! Mein Turm! Somebody. Also entweder Drache oder Turm, aber nicht einfach nix, Leute. So geht es hier nicht, ne? Karton. Ich bin unterwegs. Bitte mach. Stop. Please. Rudi. Oh, Pock. Ah, ich glaube, ich mache nicht genug Damage und sie hat noch Pots und sie hat noch Ultimate und sie hat alles und sie ist Irelia. Aber let's go, Leute. Wenn nicht jetzt, wann dann? Wenn nicht jetzt, wann dann? Wenn nicht jetzt, sag mir wo und wann. Halleluja. Halleluja. Komm schon, stirb. Dieser Champ ist... ja, stirb, verbrenn. Oh, ja. Huh. Das war natürlich super close. Hashtag super close. Huh. Also das war Hashtag super fucking Hellybelly close. Also ich glaube, unter normalen... sie ist quasi der Endboss, so. Unter normalen Conditions kann man sie nicht besiegen, glaube ich. Also nicht als Galio. Sie, ja, weiß ich nicht. Ich habe noch einen Bot, aber... ich hätte ja gerne eine Blatte, ne? Aber wie viel haben wir auf Ult? 90er. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Ultimate Cooldown Reduction. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist quasi... mehr Ultimate Cooldown Reduction ist wie ein schnelles Polizeiauto. Ja, was bringt euch, wenn in eurer Stadt richtig die besten Polizisten der Welt sind, aber deren Auto einfach ein Opel Corsa ist? Es gibt gute Opel Corsas, Hashtag, ich möchte jetzt nicht schießen, aber... es gibt schnellere Autos, möchte ich damit sagen. Vielleicht auch Autos, wo mehr reinpasst, ja. Toplane ist 0-4. Ist jetzt nicht ganz so geil, sag ich mal. Ja, wir haben keine Ultimate. Wir können hier einen Ward stellen. Okay, sie hat... gehen Sie bitte fort. Gehen Sie bitte fort. Ja, okay, das ist jetzt freudig. Ja, okay. Ja, fighten. Wir können sie vielleicht so... in der Nähe von meinem Turm kann ich sie... komme ich vielleicht noch wieder zum Turm hin. Wir müssen so kleine Poke-Fights machen. So, engagen, EWQ und dann wegrennen. Ganz schnell wegrennen. Fliegen am besten. Kann ich die Kanone haben? Bitte? Okay, danke. Klatsch. Brody? Go top. Was ist das denn jetzt? Sag mal. Sag mal. Ich meine, wer so einen Namen hat. Unforgiven. Ne? Also mit solchen Zeichen. Das ist ja eine Katastrophe. This is a catastrophe. This is a catastrophe. Okay, Leute, die Gerechtigkeit ruft. Ob Fern, ob West, ob Ost, ob Süd. Der Tobi, der kommt geschwind in Nüd. Ihr müsst jetzt... Oh, wäre übel geil, wenn ich darauf wuten kann, aber... Go. 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 Perfekt. This is perfectly perfect. Ja, Beatty, Beatty, Beatty. Beatty, Beatty. Ich bin unterwegs. Kuduf. Und... Grrr. Oh. Okay, das geht nicht. Schade. Aber wir können chasen. Vielleicht kommt Irelia... Ah, schieß, 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 schieß. Schieß ihn im Nacken. Und... Kapra. Kuduf. Schön ins Maul gehauen. Oh, ja, schön. Ja, ja. Pock, 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 pock. Pock, 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 pock. Pock, 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 pock. Ja, schön. Schön, 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 schön. Und jetzt den Drachenketten. This is how to... Guck mal, hier auf der Top-Lane 04 ist halt nicht so geil, aber... Overall, Leute... Also, auf Partys werde ich halt auch Impact Man genannt. Das ist so meine zweite Berufsbezeichnung, aber... Ihr könnt mich auch, ja, einfach Tobi nennen, ne? So... Wie sieht's denn aus? 4-0 Renekton. Der wird halt übel harsch werden und vor allem die Irelia. Die ist halt auch am Prügeln wie sonst was, ne? Aber vor allem mein Turm prügelt die wie sonst was. Rengar. Wir müssen jetzt eine kurze Ansage machen. Rengar ist ja wie Robin. Rengar, are you Robin? Fragen wir erstmal. Vielleicht ist er ja gar nicht Robin. Can you, when I drive bot with my Batmobile, can you hold my house? Admit? Ich meine, hier ist... Oh, oh, pock, 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 die hat nicht mehr viel Mana. Und... Ja, das war's. Mehr können wir leider nicht machen, aber sie hat wenig Leben. Das heißt, jetzt könnten wir mal vielleicht für die Platten gehen, Leute. Jetzt können wir für die Platten gehen. Wenn ich jetzt wandern. Kadutz. Kadutz. Und jetzt wird geplatet. Gehen Sie bitte fort. Gehen Sie bitte fort. Nice, 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 nice. Oh! Ah! Das ist die Flasspot-Scheiße, Leute. Oh Mann, jetzt bin ich fast tot, räudig. Oh Mann, kann ich... Naja, eine habe ich bekommen. Aber Leute. Leute, Leute. Von heute. Hier für dich. Friss das, du Bösewicht. Was? 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 Komm, gib mir noch eine Ignite. Brrr, komm, stimmt, 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 stimmt. Brenn! Brenn! 19 HP! Leute, wo ist mein... Was macht denn unser Rengar eigentlich? Na Mann, und mir, das Allerschlimmste ist, mir fehlen 100 Kneten. 100 Kneten fehlen mir. Oh Mann. Oh Mann, meine ich hätte 1000 IQ gewählt. Entweder ich hätte es früher machen sollen eigentlich. Ich dachte, ich komme so weg, aber er hat halt Muibutz. Und dann kam er immer näher, er kam immer näher. Scheiß auf das Wort, sage ich da. 1000 IQ wäre gewesen, wenn ich nach links oder rechts E gemacht hätte. Dann wäre ich nämlich zur Seite gesprungen. Das wäre 1000 IQ gewesen. So, immerhin ist Ludens jetzt mal da. Oh Mann, eine Platte nur bekommen. Das ist super traurig. Wie sieht's oben aus? 4-0. 50 CS Aatrox. Hier, komm. Aatrox, go. Aatrox, go. Aatrox, go. Okay, dann nicht. Midlane, der wird jetzt gleich engaged. Wichtig ist, dass man sieht, wo das nächste Verbrechen schon geschieht. Dann ist man nicht sofort da. Es kann sein, dass er stirbt. Rengar ist tot. Wir müssen, we need to kill the Coco. Da ist Irelia. Oh, schade, das wäre gut gewesen. Kadotz, 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 Kadotz. Ah, ja, wenn sie nochmal kommt, würde ich jetzt. Kudu. Okay, hier ist der Trash, der Trash, der Trash. Ich würde ja ulten irgendwo. Eigentlich muss ich hier ne, am Tag darf ich ja gar nicht da sein. Ich bin ja wie Twilight quasi. Oh, shit. Naja. Wöllert nicht. Oh, ich bin hier. Ich bin da. Ich bin da. Ha! Und tötet ihn. Okay, dann nicht. Dann nicht. Leute, der Rengar muss mal was machen. Ist der überhaupt da im Spiel? Gefühlt nicht. Brudi. 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 Stoppen Sie das bitte sofort. Kadotz. Einfach mal mit dem Kopf drauf genagelt. Oh, ja. Ja, hier. Mach. Heimerdinger, Heimi. Mach doch eine Bombe drauf! Oh Mann, Leute! Ihr müsst auch was machen. Ich kann nicht alles machen hier. Hier. Eieieiei, die sind alle low. Ich könnte ulten, ich könnte ulten. Ich könnte ulten, du musst reingehen. Geh doch rein. I ult. Ja. Du. Naja. Naja. Leute. Was ist hier oben los? Das Böse weitet sich aus auf der Top-Lane. It's widening out. Könnt ihr euch das vorstellen, dass mich Leute ständig für mein Englisch flamen? Also Leute. Jeder, der mich für mein Englisch flamt, ja? Also, jetzt haben wir Zeit zum Reden. Jeder, der mich für mein Englisch flamt. Erstmal solltet ihr die Zeit nutzen, selber Englisch zu lernen. Leute, ich habe im Englisch eine 1 auf dem Zeugnis, Abschlusszeugnis, ja? Also ich bin, als Gerechtigkeitsmain ist das quasi Grundvoraussetzung. Wenn du nicht in Gerechtigkeit und Englisch 1 hast, dann kannst du das nicht machen, Leute. Wie denkt ihr, mache ich das hier gerade? Es geht halt nur Englisch 1, Gerechtigkeit 1. Mathe ist nicht ganz so wichtig, aber ist auch nicht schlecht. Aber Mathe war ich nie so ultra insane. Da sind wir ehrlich, also ruder ich euch ein bisschen entgegen, aber, ne? Dieses Game. Wir stehen 3-3-3 bei Itzos. Ja, was können wir machen? Dass ich bestimmte Wörter kennen. Kanun. Kanon. Kanon. Das ist doch... Leute. Warum seid ihr alle so... Warum so ernst? So, was können wir machen? Außer gar nichts. Aatrox ist halt 0-4. Was haben wir für einen Dragon bekommen? Ocean. Okay. Hier ist ein Ward. Ein Wardney. Ein Wardney. Ein Wardney. Zack, machen wir dann eine Q rüber. Schepper. Könnte die Q... Ich habe halt überhaupt keine Items, ey. Kann da mal irgendwo ein paar mehr Items herkommen? Das wäre übel lecker, wäre das. So, ich glaube, wir bleiben hier und ulten gleich in die Mitte. I always ult for justice. Trust. Sag ich, oh shit, ich bin weg. Just go deep. Wie viel macht... Meine Ult macht doch Schaden, oder? 150 plus 90, ist okay. Hier. Justice. For Justice. Blah. Guck, einfach weggeslangot. Oh, nochmal getroffen. Und ein Dark Harvestierung. Da chase ich, auch wenn er mich gleich an die Kette nimmt. Chaser und bleh. Ignite. Na, dann nicht. Hier, was ist mit dem? Ja, passt auf, wir bleiben hier. Gerechtigkeits... Komm schon. No. Oh, Mann. So eine Scheiße. Ja, ich gebe zu... Mann, ich brauche Schuhe. Ich bin zu langsam, Leute. So, wir kaufen Schuhe. Schuhe sind da. Immerhin stehen wir 4-4. 2-2, 4-4. Heimerdinger steht 8-2, 9. Man würde sagen, das ist insane. Und er macht auch insane Schaden, aber ich finde, er spielt nicht insane, oder? Ja, okay, nee, vielleicht ist er genau, weil er nicht insane spielt. Ist er insane, weil... Insane spielen mache ich. Also, man kann ja insane deuten, wie man will. Insane heißt ja verrückt. Ne? Also, insane. Jeder denkt, wenn jemand insane ist, boah, der muss voll gut sein, aber insane heißt verrückt. Gut, wir haben Schuhe. Mir ist voll warm, Leute. Das muss reichen. So. Fenster ist offen, mehr kann ich nicht tun. Das ist alles, was ich tun kann. Was können wir hier tun in diesem Game? Also jetzt mal Serious Talk. Galio suckt sehr bald schon sehr hart. Sehr bald, sehr hart wird er sucken. Unser Team... ist relativ... Ja, deren Team ist aber auch nicht giga heftig. So, ich gehe erstmal Top Lane, das Gebäude, das Konstrukt des Bösen einzureißen. Die Standarte des Bösen. Aatrox ist ein bisschen am Ende. Das kann sein, dass jetzt jemand den Tower verteidigen will. Könnte sein. Wir können aber vielleicht wegulten. Hier ist ein Minion. Den nehmen wir mit. Da sage ich nicht nein. Ja, Irelia. Scheiße. Wir müssen hier ganz schnell weg, weil die killt mich auf jeden Fall. Scheiße, Mann. Irelia ist so viel stärker als Galio. Ich meine, sie hat auch doppelten Farm. Wobei sie auch deutlich mehr Hilfe bekommen hat in der Mitte. Lasst mal kurz ehrlich sein, Leute. Und ich musste die ganze Zeit meine Lanes helfen. Ich glaube, Irelia war nie auf einer anderen Lane, oder? Weiß ich nicht. So, was können wir machen? Außer gar nichts. Wir werden einfach weiter oben pushen, bis der Tower fällt. Hartnäckigkeit führt stets zum gewünschten Ergebnis, Leute. Ja, das hier ist kein... Also, ich könnte ulten... Gerechtigkeit! Die Gerechtigkeit sagt niemals nie! Sehr gut. Oh, hier geht's weiter. Pock! Ja, wie jetzt? Warum? Klö. Und den hier. Klötz. sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Also ohne Witz. Also ich werde auch niemals zögern. Wenn eine holde Maid oder ein holder Maid, also die männliche Form davon, das ist mir egal. Geschlechter egal. Werde ich sofort zur Tat schreiten. Egal wie böse das auch aussehen mag. Na, dafür stehe ich mit meinem Galio. Kaduz. Solange ich mein Ultimate habe, vorausgesetzt. Das heißt, werden wir diesen Turm hier getten. Was ist eigentlich, wenn ich hier Punkte reinmache? Okay, cool. Irgendwas passiert damit. Mehr von allem. Das ist nett. Viel Text. So. Guck mal, hier können wir noch einmal durchdüsen. Warum bist du jetzt hier, Brudi? Brudi. Er ist jetzt für einen Minion hergekommen. So, okay, das ist wieder Irelia. Wir gehen mal schnell hier. Das ist eine Xayah. Die werden wir abfangen. Abfangsimulator 2020 ja jetzt bald. Ja. Abfangsimulator ist an. Abfangsimulator still on. Oh ja, Pock. Nicht sterben! Don't die! No! Oh Mann, ich bin gegen die Wand gedonnert. Oh Mensch. Okay, aber wir haben Geld, Leute. Wir haben 1,8. Wir können Sachen kaufen. Erstmal machen wir hier so ein bisschen was rein. Reicht das mittlerweile mal so ein bisschen? Na, so halb. Wenn ich treffe, vielleicht. Und jetzt aber, das reicht. Ja. So, was sollen wir kaufen? Ich würde mich ja am liebsten auf einen Rabadon's sehen, oder? Ein schönes, leckeres Rabadon's. Oder brauchen wir irgendwas anderes? Wie viel CDR haben wir? 37, das reicht. Ja, dann würde ich sagen, muss es noch knallen, oder? Rabadon's. Was eigentlich mit Eldrocks? 05. Da kann man mal sehen, wie scheißegal Toplaner sind. Aber ich weiß auch nicht, was der da macht. Der ist halt aus Papier. Ich bin da. Gerechtigkeit. Kaditz. Und. No, shit. Aber ich habe Missist bekommen. Aber dann bin ich jetzt. Wer früher Flash hat, früher Flash wieder ready und ist näher am Gegner. Guck hier. Diesen Schaden. Baduz. Okay, komm, eine Q noch. Oh, der hat. Ich habe schon so gemacht. Die Dinger sind schon geflogen so. Oh, das ist doch scheiße. Und was ist das hier? Reparito dai Dani. Achso, das ist das Schild. Ach, das wird auch höher, oder? Bei der W? Also, was passiert hier? Mehr magische Resistenz. Mehr physische Resistenz. Das Schild prozentual stärker. Weniger Cooldown und mehr Schaden. Und hier... mehr... Alter, das prügelt dir übel rein. Das hier hält aber nicht länger. Ne, dann machen wir das hier auf jeden Fall. Komm, wir haben jetzt auch bald Rabadon... Also, ne, Rabadon's haben wir nicht... Oh, shit, Leute. Scheiß... Leute. We need somebody. Over here. Badabi. Leute, aber könnt ihr mal kurz was anmerken? Erst 06. Niemand flamet ihn. Ich... Vor allem ich nicht, aber auch niemand. Ich finde das richtig cute. Das ist richtig cute. Allerdings wird das jetzt hier weg sein wahrscheinlich. Ich gehe mal kurz lunsen. Oh lol, die machen den nicht, obwohl Rengar, vielleicht machen die ihn doch. Okay, pass auf, ich klaue den einfach. Wie wäre es, wenn ich den jetzt einfach klaue? Guten Tag. Komm schon! Ah, ich hätte mehr die Gegner töten sollen. Kaduz und Kaduz. Komm schon. Ich darf nicht sterben. I don't die. I can't die tonight in tomorrow. Bleh. Hier ein paar Paprikas essen. Die grünen, die sind nicht so lecker, aber... Ja. Na, Leute. Leute! Help! Wieso bin ich immer alleine? Das ist doch scheiße. Ich bin nur tot. Also ja, ich meine... Was ist mit Heimi? Ich meine, der hat turbo viele Kills. Aber der hat keine Eier. Der ist immer weg. Ich meine, der hat hier irgendwie Irelia gefightet, glaube ich. Aber hier spielt doch die Musik. The music is playing. Wir können ja mal sagen, Heimer, the music is playing at Drake. At me. Ja, ich weiß, es geht nicht, aber das ist lustig. So. Ja, ich meine, wir haben 6 Assists. Kills, ja, wären schon cool, aber naja, was soll man machen? So, entweder wir fahren jetzt Top. Wir gehen mal hier so querfeld ein, so. Das heißt, wir können ulten, wenn was passiert. Aber oh, er prügelt auf jeden Fall übel Schaden durch. Komm, der Turm. Ah. Ich kann ulten. Eigentlich muss Rengar mal. Rengar, you can jump in whenever you want, I ult you. Eigentlich ist das doch die perfectly perfect Combo, oder nicht? Er muss nur reinjumpen mit seiner Ult. Und dann bin ich da. So, ich glaube, wir gehen aber jetzt erstmal im Top-Lane farmen. Weil er kann eh nicht. Ja, weil... Ah, Alter, Heimi, ey. Leute, ich werde Heimerdinger main, glaube ich. Heimerdinger ist ja übel krass. Wobei man sagen muss, also die Bombe ist gar nicht mal so einfach zu treffen auf Heimerdinger. Aber du musst halt dann einfach nicht werfen. Einfach nur, ich habe auch noch keine Bombe von ihm gesehen. Einfach nur die ganze Zeit Türme stellen. Türme stellen, Türme stellen, Türme stellen. Scheiße, jetzt geht da was los in der Mitte. Ja gut. Ganz ehrlich, ja, nee. Weißt du, und jetzt kommt er mit Team. Ich hätte schon 100 Mal seine Hilfe gebraucht, 1000 Mal. Und er kommt jetzt mit Team. Rengar, Ult, in. Er muss jetzt rein ulten. Also es ist vielleicht ein bisschen früh, aber Kaduz. Ich brauche Hilfe. Jin. Was ist eigentlich dieses Team? Er ist einfach unten, hat kein Teleport und er ist einfach AFK oder was? Erwin! Oder trinken die gerade ein? Weißt du, jetzt werde ich geflamed. Go Tanky Heimer. Wieso soll ich Tanky gehen? So. Ja. Weißt du, es spawnt Baron und er geht AFK. Er hat die beste Ult für so einen Fight. Also ich glaube, das hätten wir sogar legit gewonnen. Das hätten wir 100 Mal gewonnen. 1000 Mal. Aber ist okay. Ne? So, was ist hier unten los? Okay, er stirbt. Aber das ist ja nichts Neues. Was können wir machen? Wir müssen jetzt erstmal hier unten den Botlane-Tor verteidigen. Haben gleich wieder Ultimate. I'm worth a penny. Hier, fight. Ja, dann nicht mehr. Ja, dann doch. Fight. Kadu-Lippe. Jetzt fight doch. Rengar. Auto-Tech. Komm, gib mir den Harvest-Deck. Oh, nicht bekommen. So eine Scheiße. Aber guck mal, die Gegner sind alle tot. Hier, jetzt Baron, Leute. Haben wir einen Jungler? Ja, cool. Go Baron, Leute. Go Balls, go Baron. Solche Games mag ich am liebsten. Klar, ich renne ein bisschen runter. Aber das ist cool, weil, ne, ihr wisst ja, wie ich bin. Guten Tag, hallo. Ich will nur hier warden. Ist das okay? Hier für dich. Rudi. Leute, macht doch den scheiß Baron. Ich wollte nur warden. Oh, Mann. Wieso stehen unten? Oh, Mann, Leute. Oh, Mann. Heimer kann den Legit Solo machen. Leute, Leute. Ja, okay. Ja, ich weiß nicht. Komm, mach noch was. Tu was. Nein, man ist ja gestorben. Wir brauchen noch ein bisschen Geld, dann haben wir Rabadon's. Ein bisschen fehlt uns noch. Man kennt es, der ADK, der alleine Botlane Split pusht. Ich will jetzt keinen Fass aufmachen, aber es wäre richtig geil, wenn wir den Infernal Drake gleich kriegen würden. Sogar vielleicht, ich meine, das hier könnt ihr auch eigentlich Solo machen, fast, mit Heimerdinger. Den kannst du schon bei Minute 20 mit Heimer Solo machen, glaube ich. Was ist das? Ich meine, ich bin hier auch ein Troll, ja. Aber ich trolle absichtlich. Also ich troll ja nicht. Ich bin für die Gerechtigkeit da. Aber mein Team, während wir Baron machen, Split pusht Jin Botlane und Aatrox pusht in der Mitte zum 8000. Mal. Aber ist okay, Leute. Ich mache kein Fass auf, ich flame hier niemanden. Also ich habe nur den Heimer gesagt, er soll Tanky gehen, weil er gesagt hat, ich soll Tanky gehen. War ja auch nur ein Advice. Könnte ja sein, dass er Tanky gehen sollte. Scheiße, komm. Get. Ich kann auch ulten zur Not. Aber ich glaube, das... Ich bin unterwegs. Kaduz. Der ist tot. Jetzt brauche ich Hilfe. Okay, das war's schon wieder. Ich bin halt ein Einweg-Galio. Ah, der Turm macht. Einweg-Galio. Aber, haben wir den Drake bekommen? Nö. Haben wir nicht. Wir können aber, und das muss ich sagen, ist in dem Drachensystem ziemlich cool, wir können jetzt immer noch, also die Seele bekommen, ne? Wir können jetzt immer noch 3 Drachen einsammeln. Sobald dieser Drache aber weg ist, wird das Böse siegen. Das ist quasi das letzte böse Siegel. Wenn das ausgelöst wird, ist die, ja, dann wird das Gute sterben. So, ein Stundenglas, ja, weiß ich nicht, wäre schon cool, aber ich meine, ich sterbe eh. Das Problem ist, Leute, dass wir nie zu 5 fighten und ich deswegen immer... Das ist das Problem. Ich bin immer alone in the dark. Vielleicht sollte ich Lich Bane kaufen, damit es mehr scheppert. Ich glaube, das mache ich jetzt auch. Can we go as 5 one time? Also, Aatrox ist ja 24,7. Eigentlich müsste der 900 Farm haben. Der war, glaube ich, noch nie mit bei uns. Ja, bei Jin, der ist manchmal off, manchmal on-off. Und bei Heimer auch. Wir haben den komplette Patchwork-Team. Jeder macht sein eigenes Ding. Und ich helfe allen. Jeder macht sein eigenes Ding und ich sterbe immer für den, der gerade gefightet wird. So funktioniert dieses Spiel. Ja, schön, dass du Full Staff bist, Brudi, aber du bist auch Full Pussy. Willst du nicht so die ganze Zeit rumpussien? Aber er kann jetzt carryen vielleicht. Also er muss. Er sollte. Leute, was machen wir? Hier, Toplane. Da kann ich hinulten. Das ist doch perfekt. Der wird jetzt gleich engaged. Und dann geht's los. Get engaged. Get engaged. Get engaged. Der wird eh nicht engaged. Ich meine, help! Leute, help, help, help. Send help. Send help. Hier ist noch ein paar Qs. Bisschen Chat machen. Send help. Ich könnte sie vielleicht one-shotten. One-shotted this Xayah out of the life. Wenn sie jetzt kommt. Jetzt. Ja, sehr schön. Können wir den fighten? Wir warten Aftershock. Jetzt. Und jetzt Auto-Tech Q. Brrrt. Okay, wir müssen auf das nächste E warten. Alter, bleiben Sie hier. Sie sind verhaftet. Verhaftungs-Q. Ja, Dark Harvest Deck. Sie bleiben jetzt hier. Ich muss hier nur seine Mobi-Boots ausmachen. Die ganze Zeit. No, jetzt sind sie an. Aber jetzt sind sie wieder aus. Bleiben Sie hier. Sie sind... Drive right. On! Fahren Sie rechts ran! Ach, scheiße. Naja. Fuck this shit. Hier ist ein Ward. Gut, was können wir machen? Kaduz. Karton. Kaduz und Karton. So, hier haben wir einmal drauf. Alter, Leute, wir gewinnen dieses Game. Das ist ja der absolute Oberhammer. Das ist eine komplette Fiesta. Das ist ein Ranked, by the way. Ein komplettes Fiesta-Ranked. Das ist kein Normal. So, jetzt machen wir, was machen wir? Irgendjemand muss halt immer engaged werden, aber mein Team besteht nur aus Pussys, deswegen wird nie jemand engaged. Hier, er. Ich hab gedrückt! Brrra! Brrra! Ja, jetzt kann ich sterben. Jetzt kann ich gut sterben. Einweg, Galio. Oh, die, schafft ihr die? Schafft ihr die? Komm. Zwei. Oh Mann, der Aatrox. Aatrox, mach was! Der Aatrox. Oh Mann. Kein Wunder, dass der Toplane verloren hat. Echt. Ich schwöre. Hat er schon ein Spell getroffen? Nein. Ich meine, gegen Irelia so schwer, aber... Oh Mann. Das ist das Play der Woche, Alter. So, okay, was kommen wir? Lich Bane ist schon cool, oder? Oh Mann, das Play des Monats. Ne, komm, wir machen ein Magic Pen, Leute. Oder, oh, wir machen, wir können uns auch Polizisten, Verstärkung holen. Hilfs-Sheriffs. Hier, Hilfs-Sheriffs, Leute. Das ist sowas. Und eine Polizeisirene. So. Don't fight me, I'm OP. Aber hier steht 091, Leute. Jetzt geht's los. Jetzt geht's. Was ist eigentlich mit Renekton? Ich habe den noch nicht einmal gesehen, ich schwöre. Wo ist der eigentlich die ganze Zeit? Was macht der Typ? Den kann ich bestimmt nicht fighten. Der ist Level 18, hat 1000 Farmen. Doppelte von mir, aber... So, Polizeigeister sind unterwegs. Und... Und Schlag. Weggepuncht. Weißt du? Der ist zwar fett, aber der ist genauso wie Aatrox. Oh, ist okay. Ist okay. So. Was geht? Was geht? Was geht? Was geht? Ich habe Ultimate. Go in. I ult. Einfach reinflashen, Leute. Flasht in die Gegner rein. So, hier, was ist mit den Drachen? Wir brauchen den Drachen. Wir brauchen diesen Drachen. Wir sind einer mehr. Ich könnte hier flashen. Nein, das ist doch scheiße. Leute, jetzt, wir müssen... Die dürfen das nicht machen. Dürfen die nicht? Okay, sehr gut. Sind noch nicht angekommen. Aatrox, komm doch mal, Brudi. Oh, wo ist Jin? Oh, Mann, Leute. Oh, die haben wir ja geknallt, Alter. Was ist mit Aatrox los? Kann der bitte kommen? Können wir, bevor Renekton da ist, Leute? Haben wir einen Jungler? Komm jetzt, go. Ja, lasst ihn das machen, das ist perfekt. Warum immer ich? No! Oh, das ist aber gar nicht so schlecht. Jetzt macht diesen Drachen. Ich muss auch irgendwo gleich hinulten. Perfekt, jetzt einfach dahin. Und falls jetzt nämlich jemand kommt zum Drachen, dann wird der genockt ab. Ja, die Idee war gut. Und der Rest auch. So, hier, was ist damit los? Nice, sehr geil. Leute, wir gewinnen. Das ist ja Omega Poggensens. Sehr, sehr geil. Und noch, nice. Nice, nice. Da muss man sagen, halt der Kampf um den letzten Drachen, der ist halt wirklich insane. Können wir den fighten? Hier, Polizei. sind verhaftet. Töte ihn, bevor er mich tötet. Okay, ich bin raus. Tschüss. Ich muss mal. Bin mal los. Ja, Leute, sorry, aber das hat der Heimerdinger, der verkauft mich auch 24/7. Der macht nichts anderes, also wirklich. Also, da bin ich a bit little after carrying. Sorry, I carry after a little bit. So, wie viel Geld haben wir? Was wollte ich machen? Lich Bane. Wie wär's mit Lich Bane? Lich Bane, Lich Bane. Mana, Mana ist gut. So, zack. Es gibt uns auch noch ein bisschen hier. 38 Potero. Wie viel AP haben wir denn? 632. Das ist okay. Was macht die Ult so? Bisschen. Das ist okay. So. Da, ich hab gleich wieder Ult. Ich hab gleich Ult. Die Irelia ist eigentlich der stärkste Gegner von denen. Der Rest intet eigentlich. Also Renington, weiß ich nicht. Der ist auf dem Papier stark, aber... Perfekt! Ketung! Und Ketung! Und Ketung! Sehr geil. Jetzt schön hier auf die Laterne stellen, damit da nichts passiert. Ketung! Sehr geil. Very geil. Very, 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 very smerry geil. Hier noch eine Q rein. Brrr. Miau. Jetzt haben wir was. Geht bitte fort damit. Haben den Jungler? Nö. Dann ist das doch free hier, oder? Miau. So, geil, 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 geil. Geil, geil, geil. Das Problem ist, Leute, uns geben bald die G-Champions aus. Wir haben Gerechtigkeitsgraves, Galio und Garen gehabt. Erstens, was gibt's überhaupt noch mit G? Und zweitens, was ist das nächste, was kommt? Oh, nice. Geister sind unterwegs. Oh, shit. Leute, 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 Leute. Oh, hier ist einer. Den. Ich bin raus. Ich bin raus. Ich bin raus. Ich bin raus. Also, ich warte kurz und gucke. Ah, nee, ich bin raus. Later. Later. Ja, ich guck nochmal kurz. Okay, nee, da kann... Also, da kann ich nichts machen. Sorry. Da, ich hatte auch keine Ult. Was soll ich tun? Oh, ein Blue Buff wäre aber cool. Den würde ich nehmen. Alter, was ist denn das? Kann ich den haben? Bestimmt. Smite. Oh, lol. Pock. Oh, nice. Oder nicht nice? Doch, doch. Hier. Eldrocks. Eldrocks. Naja, okay. Nee, Eldrocks. Nee, ich bin raus. Ja, doch. Eldrocks, ich bin drin. Go, go in. Naja, ich bin doch raus. Na! Wieso immer ich? Ohne Witz. Ich bin der, der die ganze Zeit helfen will. Aber ich bin der Verkaufte. Der Verkaufte von Azkaban. Quasi. Ich bin immer der verkauft wird. Oder, Toby Potter und der Halbblutverkäufer. Und der Kelch des Verkäufens. Oh, rennen! Rengo, rennen! Wie lange geht dieses Game schon? 40 Minuten? Ach, come on. Das ist so, wir haben gleich die 100 Kills. Das ist so eine Fiesta, Leute. Es ist so eine Fiesta, ich schwöre. So, was kaufen wir jetzt? Ja, ja, stimmt. Also, wenn wir weiter so sacken, dann verlieren wir legit. Es könnte halt echt sein, dass wir verlieren. Aber es muss ja auch close sein. Ach, come on. 40 Minuten, Leute. Ich komm. Jetzt perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Perfekt. Lass dich engagen. Ich meine, ich gebe da auch voll viele Resist... Ah, ne, das wurde gleich entfernt. Aber egal, geh trotzdem rein. Hier, perfekt. Du musst noch rein. Go in. Ja, irgendjemand. Ich habe auch noch die Polizei. Polizei. Sind unterwegs. Jetzt haben wir sie. Jetzt haben wir sie. Gettet sie, gettet sie, gettet sie doch mal. Kadutz. No. Tötet sich. Oh ja, getroffen. Getroffen, getroffen. Nice. Pock. Oh ja, hier geht's weiter. Oh, ich wollte auch. Aber ist gut, ist gut, ist gut, ist gut. Jetzt, Leute, können wir mal Scusi machen hier oben? Scusi, Scusi, Scusi. Zack. Getty, Getty, Spaghetti. In dein Gesicht, Katz. So, und kann man dagegen knallen? Mit dem Kopf? Macht keinen Schaden, schade. Oh ja, yeah, den getten wir. Kann man damit flashen? Nö, kann man nicht, schade. Leute, verkauft mich nicht schon wieder. Leute, send help. Ich kann gleich reinholen. Ihr müsst nur. I can ult. Ihr müsst aber gecatcht werden, nicht ich. Ihr, nicht ich. Ja. Ja. Hä, wo ist? Hä, wo ist? War hier nicht gerade noch jemand? Ah. Leute, wir könnten so stark sein. Ihr geht rein, ich ulte euch. Noch nie in der Geschichte wurde jemand so viel verkauft, wie ich es werde. Aber wir haben Straße, Leute. 11, 12, 13. Straße. Geil. Geil, geil, geil. So, wir haben jetzt Lich Bane. Lich Bane haben wir ready. Ready. So, was geht hier denn so? Das Game ist eine Katastrophe, Leute. Dieses Game ist eine Katastrophe. Aber Leute, Gathering kickt übel rein. Ich glaube jetzt in der Preseason ist Gathering, by the way, nicht mehr so gut. Weil die Games relativ schnell entschieden sind. Aber in diesem Game, wir haben einfach durch unsere Runen 100... Stellt euch vor, jemand fragt euch, ja, welche Runen möchtest du so mitnehmen? Bei der einen steht so Scorch, du machst 12 Schaden. Bei der anderen steht, ja, einmal 80 und einmal 40 AP. 80, also danach kommt 120. Oh, shit. Oh no, wir sind tot. Geist sind unterwegs hier. Kadotz, Kadotz, Kadotz. Ja, Leute, 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 Leute. Sie brennt. Autotech. Ja. Ja, okay, das... Also... Na, ich hab sie aber noch gekillt. Sie, er stirbt noch. Ich call das... Ne, er stirbt nicht. Er stirbt noch. Jetzt stirbt er. Jetzt stirbt er. Er wird jetzt sterben. Na, ich wusste direkt, dass er das noch schafft. Was ist... Ohne Witz, diese Aatrox ist legit ein Cannon-Minion mit einem Schwert. Kanon, Cannon, Conon. Ein fliegendes Cannon-Minion, Alter. Mais comment tu pues la merde. J'ai 30 long Lonnie Eldato Tren Norbi. So, wie sieht's denn aus? Was könnten wir jetzt kaufen? Wir haben 800 AP, Leute. Thanks for chasing me. Brudi, was für Thanks for chasing me? Wenn du nicht so hart reinhitten würdest, hätten wir schon 100 Mal gewonnen. Wie lange lebe ich denn schon? Ja, dann kaufen wir jetzt mal eine Stopwatch. Eine. Aber nur diese eine. Wo ist denn das Ding? Da, so. Bin unterwegs. Stopwatch ist gekauft. Hier unten geht's los. Guck mal, den Krokodok schafft ihr doch, oder? Heimat-Turrets böllern hier auch übelste Sorte rein. Hat der eigentlich Dark Harvest? Electrocuted damit. Kann man eigentlich sehen, wie viel Schaden er damit gemacht hat? 4.500, Brudi. Wobei, ich habe auch 2.700. Und er ist ja 24 mit seinem Kanonen am Fighten. Ich glaube, wir haben gewonnen. Oh mein Gott. Der Aatrox, worst breading I ever saw. Oh my damn lord. Oh my damn lord. Komm, Leute, ich ult noch einmal. Hier. Kada! Da da di da da! Kadutz! Und! Ah! Komm hier! Komm hier! Kommen Sie bitte hier! Ja, schön, Leute! Schön! Oh, Mann. Was eine Runde. Absolute Abwrackprämie. Ja, Leute, das war's. Oh, Mann. Ich weiß auch nicht, was ich sagen soll. Es war absolutes Chaos. Ja, aber 40 Minuten pure Spannung. Wir können ja mal kurz Damage gucken. Wir können ja mal einmal reinlunsen, was Damage angeht. Ja, ne, Heimerdinger, aber Leute, als Heimerdinger hast du immer viel Schaden, aber der Aatrox, das wollte ich eigentlich sehen. 13.000. Ja gut, ich wünsche euch was. Vielen Dank fürs Zusehen. Auf Wiedersehen. Tschüss und goodbye. Miau, miau. Ich habe euch lieb. Wisst ihr doch.